Dieses Gewässer ist ungefähr 6 Kilometer lang und 3 breit. Zugang ist im Südosten, beim Talachanpier, außerdem noch bei Malalis. Die N4 verläuft dicht am Westufer des Loch Aul. Von dem viel benutzten Parkplatz an dieser Verkehrsader führt ein Pfad zum See hinunter. Wenn Sie Wartstiefel oder Warthose mitbringen, können Sie hier unten fischen. Aul ist ein klarer Kalksteinsee. Der Angler kann weit ins Wasser hineinsehen und die Fische können die Angelschnur gut sehen. An windstillen Tagen, wenn das Wasser ruhig da liegt, kann die Fischerei also sehr schwierig sein. Die Größe der Forellen variiert so zwischen 1 und 2 Pfund. Es sind nicht nur wilde Fische, der See wird regelmäßig besetzt. You see the one fin is good and this fin here is. Aul ist ein tiefer See und hat nicht so viele Untiefen wie Ennel. Maifliegen schlüpfen ebenfalls nur an wenigen Stellen. Die Fliegen sollten hell sein. Die Invicta oder eine Greenwills funktionieren. Loch Aul befischt man am besten vom Boot aus. Der Gerätehändler in Malingar oder das Fisheries Board geben diesbezüglich gerne Auskunft. Das beste Fischen ist von Anfang Mai bis Mitte Juni. Danach sollte man sich hauptsächlich auf die Abendzeit konzentrieren. Green Peter oder Wickham's Fancy sind dann beliebte Fliegen. Während des Hochsommers fressen die Forellen auch hier viel Barschbrut und sind darum nicht leicht mit der Fliege zu fangen. Dietrich trifft sich beim Talachanpier mit Lochlin Sweeney, um einen Nachmittag und Abend auf dem See zu verbringen. Oh, it's a pike. That's better. That's a bit better now. Very good. That's a good fish. That's a very good fish. This is a Do you want a net? Ah, sure. Half time. Very good. Fantastic. I'm highly impressed, to tell you the truth. See him? There's a Peter there, but he's a different type. And the golden We have too many. Too many. You don't know what to put on. I'm looking for him. I don't know where he is. Yeah, that's a wild one. That's a wild one. Very good.